Willkommen zurück zu Ni no Kuni 2. Ein heftiger Kampf soll den heutigen Part einleiten. Das letzte Mal sind wir leider dran gescheitert, hatten aber auch ein bisschen Pech. Ich denke, an sich sollte das nicht super schwierig werden. Wir müssen eben ein bisschen aufpassen. Chimären bewegen sich ganz gerne ein bisschen unregelmäßig hin und her. Das alles hatten wir schon. Es gilt heute diese Mission der Rekrutierung von Mausemilian. Und wir wollen uns auch heute wieder natürlich der Rekrutierung zahlreicher anderer Charaktere auch noch widmen. Sehen wir mal, dass wir die Chimäre platt bekommen. Ich bin auf jeden Fall zuversichtlich. Wir sollten ein bisschen aggressiver diesmal sein und mal solche Sachen hier raushauen. Okay, ich bin tot. Ah, das ging schnell. Okay. Gut. Wäre das auch geklärt. Hat er überhaupt... Ich glaube... Was? Alter Schwede, ich raste gleich aus. Das kann nicht wahr sein. Wow. Mann, diese Chimäre. Entweder ich habe gerade irrsinniges Pech. Oder die hat ein bisschen mehr drauf als normale Chimären. Kommt mir nämlich fast zuvor. Ich glaube, ein bisschen Pech ist da schon mit im Spiel drin. Ja, ist auch immer ein bisschen schwierig. Ach komm, wirklich, Chimäre, geht's dir noch gut? Mach mal irgendwas anderes. Ich komme ja gar nicht mal... Was zum Geier? Würdest du mal stehen bleiben? Nein, hat er irgendwie nicht in seinem Repertoire. Alles klar. Alles klar. Wow. Muss immer so ein bisschen seitlich stehen, das ist am besten. Aber der ist wirklich schneller als normale Chimären. Das merkt man deutlich. Der wechselt viel schneller seine Muster. Naja, geh weg, geh weg, geh weg. Das bringt nichts. Nein. Oh, ja gut, immer dann, ne? Dann geht auf einmal da was. Das ist aber auch nicht so schlecht. Muss ein bisschen aufpassen. Weil die Dinger sich auch regenerieren können, wenn man Pech hat. Ich glaube, was hat er gerade gemacht? Ach so, er ist vergiftet. Ah, jetzt sehe ich das erst. Das ist ja cool. Okay. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Irgendwie bin ich ausgewichen, aber es war ein bisschen knapp. Und da macht er schon wieder das Nächste. Ja, das ist wirklich verdammt schnell. Sehr lästiger Gegner. Aber wir haben sehr viele Goofies mit dabei, die natürlich sich einsatzfreudig zeigen. Na komm schon. Nein, nein. Nimm's zurück. Verdammt. Ich bleibe aber eigentlich, glaube ich, mal bei Even. Wir sollten jetzt auch mal wieder sowas hier benutzen. Müssen trotzdem ein bisschen aufpassen. Wow, wow, wow. Ach komm, der hat einen Range. Das glaubst du nicht, ne? Das ist doch der Wahnsinn. Was haben die mit dem Teil gemacht? Man kann es auch übertreiben. Weil normal trainiere ich sogar sehr gerne an Chimären eigentlich. Das ist halt sehr, 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 sehr nützlich eigentlich. Und so gehen die im normalen Fall eigentlich nicht ab. Das ist halt wirklich sehr spezielle Chimäre. Eigentlich sollten wir schon gewidmet sein. So rein leveltechnisch sind wir auf demselben Niveau in etwa. Ja, du kannst ein bisschen besser ausweichen, ja? Aber wir brauchen wieder ein paar MP, das nervt mich gerade eher. Das war sehr intelligent, danke dafür. Kann ich gleich wieder weg? Okay. Naja gut, müssen wir halt ein bisschen Knuffi-Power drauf halten. Oh Gott. Da hat er mich auch wieder erwischt. Nein, wir müssen aufpassen. Leute. Ein ganz, ganz böser Kampf. Merk schon. Könnte auch ruhig mal eine Goldkugel oder sowas kommen. Das wäre halt echt nicht verkehrt. Der hält uns ganz schön gut in Schach, der Typ. Unerwarteterweise, muss ich ja sagen. Ich dachte beim letzten Mal, dass wir wirklich nur Pech hatten, aber der ist halt wirklich ganz böse. Er kann einiges. Sie macht aber gut Schaden, merke ich. Und momentan macht er irgendwie gar nichts. Ich weiß jetzt nicht warum, aber... Alles klar. Vielleicht haben wir so ein bisschen gebackt. Oh Mann, ey. Da haut immer seine Kombos raus und ab 2 bist du eigentlich schon tot. Und da war es mit dem... Ja, der Nächste. Leander!
Wartet mal kurz. Wenn ich jetzt das hier mache, das wären 4. 5, ne? Das dauert aber ein bisschen. Ich habe, glaube ich, gerade die Zeit gehabt. Sehr gut. Nein, nein, nein. Oh doch, das hat funktioniert. Hervorragend. Nicht so zusammenbleiben. Oh, okay, das ist ziemlich gut. Ja, sehr gut. Die hätte ich früher gebraucht. Mensch, schaut euch den Schaden da unten an. Ja, und vor lauter Freude hau ich schon Dinge über den Schreibtisch hinweg. Goldkräuter, okay, die sind auch neu. Muss wohl das beste Heilitem sein, so zum Alleinheilen. Hui! Majestät, warum habt ihr mich gerettet? Excuse me! Ein Soldat in Katzbuckel hat uns erzählt, dass er sich Sorgen macht, weil du leichtsinnig ganz allein gegen viel zu starke Monster kämpfst. Hey. Was ist mit dir los? Warum begibst du dich unnötig in Gefahr? Das wisst ihr doch ganz genau. Nach dem Bündnisschluss hat sich Katzbuckel sehr verändert. Doch die Furcht vor der alten Regierung sitzt noch fest in dem Herzen. Ich selbst bin einer der hochrangigen Soldaten, die den Staatsstreich unterstützten. Ich erhob mein Schwert zum Wohle der Maus. Doch nun bin ich nur ein gewalttätiges Relikt der Vergangenheit und bedrohe das friedliche Miteinander aller. Und deshalb hast du dich abgesetzt? Ich habe keinen Platz im friedlichen Katzbuckel der Zukunft. Falle ich im Kampf, dann ist das das Beste, was mir passieren kann. Not exactly. Das stimmt so nicht, General Maximilian. Was meinst du damit? Du hast dich für den Frieden eingesetzt, selbstverständlich hast du einen Platz in dieser Welt. Ich kenne nur den Kampf, ich habe nichts anderes gelernt. Wie soll ich meinen Platz unter all den anderen Leuten finden? In unserem Land wäre das kein Problem. Bei uns in Minneapolis leben die unterschiedlichsten Personen mit unterschiedlichsten Hintergründen. Es gibt immer Dinge, an die man sich nicht sofort gewöhnen kann. Bei uns gibt es sicherlich auch welche, die früheres Leid und Schwierigkeiten nicht einfach vergessen können. Und doch setzen sich alle dafür ein friedliches Land zu errichten. Nicht nur um des eigenen Wohlwillens, sondern für das Wohl aller. Wir sind bereit, alles für das Glück eines jeden zu tun, Maximilian. Wir wollen eine gemeinsame Zukunft für alle kreieren. Eine Heimat auch für mich. Aha. Natürlich, wenn es das ist, was du willst. Thank you. Ich danke euch beiden. Even, Roland, mein Schwert soll fortan für den Frieden erklingen. Thank you. Ich danke dir, Maximilian, auf gute Zusammenarbeit. Wunderbar. Seht ihn euch an. Die Dunkelritter kriegen wir dazu. Na, es war auf jeden Fall ein sehr anstrengender Kampf hier. Anstrengender als erwartet, aber es ging ja alles ganz gut aus. Ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Es könnte ja auch ein Schrein oder sowas in der Nähe sein. Wenn wir Glück haben. Weiß man ja nicht. Wäre auf jeden Fall sehr willkommen. Wie wäre es mal wieder zur Abwechslung mit einem Goofy-Schrein, wo man vielleicht das Rätsel auch lösen kann. Ich hatte ja immer das Pech, dass ich irgendwie genau das passende Item nicht dabei hatte. So gefühlt alles aus der Kategorie, außer dieses eine Item. Schrecklich. Aber nun gut. Vielleicht läuft es ja diesmal besser. Aber ich schätze mal schon, dass hier noch irgendwo was ist. Aber es müsste auch noch einen Pfad geben. Das letzte Mal sind wir nicht gegangen hier drin. Na, hier scheint erstmal kein Schrein jedenfalls zu sein. Schade. Aber vielleicht gibt es da ja noch einen. Gucken wir uns einfach mal sorgfältig um hier in diesem stillen Wald. Der nun ein gutes Stück ruhiger geworden ist, jetzt wo die Chimäre von uns gegangen ist. Genau, hier drüben müsste es doch noch eine Abzweigung geben. Oder war da nur eine Kiste? Ach, egal. Gibt sogar zwei. Wobei das eine ist der Originalweg, wo wir hergekommen sind. Also nein, nicht wirklich. Sehr schön. Läuft auf jeden Fall ganz gut, ein heller Jägerumhang. Das ist was Neues, ich weiß nicht, ob wir so einen schon mal hatten. Aber immer wieder schön, wenn man neues Zeugs bekommt. Ich glaube fast, nee, da drüben war glaube ich eine Kiste, da waren wir glaube ich schon mal. Ich schaue aber lieber nochmal nach. Wobei, doch, das wirkt sehr vertraut gerade. Bin mir gerade nur ein bisschen unsicher, aber doch, die haben wir geöffnet. Wollt nur nochmal auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass ich dann noch irgendwas verpasse. Kann ja auch mal sein, dass was versehentlich aufgedeckt wird. Man weiß ja nie. Ja, so ein bisschen trainieren müssen wir auf jeden Fall noch. Wenn alle mindestens Stufe 50 haben, denke ich, dann fürs letzte Gebiet, dann passt das, denke ich, schon. Und ich möchte ja sowieso mein Reich noch auf den maximalen Rang ausbauen. Wenn 4 dann schon das Maximum ist, könnte ja auch sein, dass es noch einen 5. Rang gibt. Keine Ahnung. Ansonsten würde ich es erstmal bei Rang 4 dann lassen.
Ein kränkender Stab der Weisheit. Oh, da drüben ist ja noch einer. So. Ja, man metzelt sich ja sehr schnell durch. Diese neue Klinge, die wir haben, die tut auch ihr Übriges. Das ist richtig, richtig mächtig, dieses Schwert. Aber glücklicherweise, es gibt ja teilweise so Story-Schwerter, die überhaupt nicht gut sind. Sowas kann ich überhaupt nicht ausstehen. Wenn ich so eine legendäre Waffe bekomme, hier storytechnisch, dann soll die auch was auf dem Kasten haben. Ist hier glücklicherweise gegeben. Bin ich sehr froh, dass dem so ist. Es fühlt sich einfach unglaublich lame an, wenn das irgendwie anders ist. Keine Ahnung. Mensch, jetzt müsst ihr alle auf mich gehen, was? Achso, ihr habt Distanzkämpfer. Kein Wunder. Aber ich habe auch ein bisschen arg viel gerade abbekommen. Also, haben wir hier irgendwo was oder eher nicht? Sieht's jetzt doch schlecht aus, was? Ist ja schade. Da wartet man mal was. Dass man fürs Entdecken hier belohnt wird und dann sowas. Weit und breit nichts Besonderes ausfindig zu machen. Schade. Muss wirklich sagen, ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass hier noch was sich befinden könnte. Aber so ist das. Manchmal wird man eben enttäuscht. Gut. Wir haben aber noch eine Menge Quests trotz allem. Und die wollen wir natürlich der Reihe nach uns ansehen. Sehen wir doch mal. Natürlich haben wir auch noch das hier, aber das könnte eine sehr langwierige Geschichte werden. Weiß ich nicht, ob wir das so gut hinbekommen. Den Tapetenwechsel für Josh können wir natürlich in Angriff nehmen. Aber wir haben noch sehr, sehr viel in Katzbuckel natürlich übrig. Wäre vielleicht auch eine ganz gute Idee. Machen wir doch mal das hier, Albert und Mausbert. Ich glaube, wir haben noch gar keine großartigen Maus bei uns, oder? Ich glaube, nur eine Farmerin und das war's auch schon. Ziemlich lame. Halt, Quatsch, Moment, ich achte schon wieder auf den falschen Marker. Natürlich müssen wir hier hin. Zum Schloss Katzbuckel. Ja, bringen wir unser Reich noch gar auf Vordermann. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt haben. Für die eine haben wir eine Mindestvoraussetzung von 70 Leuten. Ich glaube, wir waren relativ nah dran, ne? Aber sehen wir mal. Rekrutieren wir erstmal alle, die wir direkt rekrutieren können. Hallo, there. Achso, du gehörst auch dazu, aber du stehst auch auf der Liste, soweit ich weiß. Hallo, hallo, ich bin Katzbuckels bester Händler. Mein Name ist Mausbert. Heute darf ich euch ein erstklassiges Produkt vorstellen. Mich. Ich bin ein Verkaufstalent. Ich kann selbst Dinge, die ich auf der Straße finde, noch zu einem guten Preis verkaufen. Wenn ich erst Hand anlege, kann ich selbst aus euren grauen Haaren einen riesigen Profit generieren. Ha, ihr würdet mir euer Haar nicht verkaufen. Ha, das war doch nur ein wenig Händlerhumor. Ihr vertraut auf mich und mein Handelsgeschick, werter Even. Dafür bin ich dankbar, ich werde euch nicht enttäuschen. Alles klar, der Businessplan. Der Typ hat's also drauf. Sorgt auf den Basaren dafür, dass die Effizienz ein bisschen gesteigert wird. Alles klar. Die Entwicklung eines Landes hängt von seiner Wirtschaft ab. Mit mir an eurer Seite wird euer Land garantiert gedeihen. Alles klar. Buchwalter hat mir von dir erzählt. Obwohl du mit Staatsangelegenheiten genug zu tun hast, findest du auch immer Zeit, anderen Leuten zu helfen. Ich finde es großartig, dass du dich auch um die historisch unbedeutenden Dinge kümmerst. Es gibt keinerlei Aufzeichnungen über Könige, die taten, was du tust. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin Historiker. Ich habe dich nur ein bisschen veralbert. Aber als ich von dir hörte, fiel es mir wie Reibekäse aufs Brot. Ich glaube fest, dass es in der Geschichte viele scheinbar unbedeutende Begegnungen gab, die niemals Erwähnung fanden. Und da habe ich angefangen, umzudenken. Ich will an deiner Seite sein und dich begleiten. Ich werde all deine Taten aufzeichnen und festhalten. Okay, alles klar. Bisschen weird, aber... Oh, Nuffi, Küche und Wächter, Alter. Das ist doch schön. Und Cappuccino kriegen wir auch gleich. Der Typ ist auf jeden Fall direkt mal sympathisch hier mit dem Cappuccino-Angebot. Da kann ich nicht widerstehen. Super. Historiker erforschen nicht bloß das Vergangene. Das Aufzeichnen von Informationen für die Zukunft gehört auch dazu. Ich werde dafür sorgen, dass deine guten Taten aufgezeichnet werden. Die Geschichte des Königs von Minneapolis. Boah, alles klar. Gut. Ein paar Leute, die gut gebildet sind, können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Machen wir weiter mit unserem wunderbaren Brain Drain hier in Katzbuckel. Ist immer noch so der wahre Bösewicht, ist eigentlich Even, weil er allen Nationen die besten Arbeitskräfte klaut. Der alte Sack, ey, unglaublich. Faustig hinter die Ohren, das Ganze ist schon sein Masterplan. Ich sag's euch. Dieser Typ, ne? Er sieht das unscheinbar aus, aber ich sag's euch. Es ist gefährlich.
Sehr, sehr gefährlich. Dabei ist er nicht mal eine schwarze Katze. Tja, man kann ihn trotzdem nicht trauen. Ich hätte nicht gedacht, dass du kommen würdest. Der Buchwalter hatte wirklich ganze Arbeit geleistet. Scheiße, Piepsabella. Die Leute hier in der Gegend nennen mich aber diese Hexe, die nie das Haus verlässt und bestimmt etwas ausheckt. Dabei sitze ich einfach nur gerne in meinem Studierzimmer und lese magische Bücher. Die Leute glauben aber wohl, dass ich hier irgendwelche verbotenen Rituale durchführe. Alle Nase lang bietet mir jemand Geld dafür, dass ich jemanden verfluche oder zwei Liebende auseinanderbringe. Mittlerweile bekomme ich sogar schon Briefe aus anderen Ländern. Was soll ich sagen? Die Maus muss essen. Aber ich habe die Nase voll von der schwarzen Magie. Daher dachte ich, mir in Medapolis könnte ich vielleicht noch einmal von vorne anfangen. In einem neuen Land mit lauter neuen Leuten, die mich nicht für eine böse Hexe halten. Dafür würde ich sogar öfter mal das Haus verlassen. Die Piepsabella. Expertise in den Metalaboren. Es gibt Curry mit Reis, so auch nett. Dass man mehr Essen noch zusätzlich bekommt, wie auch immer. Total random einfach. Ich gehe dann mal in dein Königreich und hier hast du noch Curry, hier Schnitzel und was weiß ich alles. Lass es dir gut gehen. So für den ersten Eindruck oder was? Alles klar. Ja, finde ich gar nicht mal so schlecht, ne? Kann man auf jeden Fall machen. Lass uns Freunde sein, hier hast du einen Schnitzel. Alles klar. Beste Freunde für immer. Hoffentlich hast du in Minneapolis eine bessere Aufgabe für mich, als Leute zu verfluchen. Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich mache auch Glücksbringer und Liebestränke. Oho, na sowas. Nun, okay, wir haben soweit alles in Katzburg erledigt. Echt, es gibt nicht mal irgendwelche Quests gerade. Das ist aber auffällig. Das glaube ich jetzt irgendwie nicht so ganz. Wir schauen mal kurz nach. Das kann nicht stimmen. Das glaube ich jetzt echt nicht. Sprich mit den Soldaten, richtig? Ja, sie haben schon noch ein paar Sachen in Karlsburg laufen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber... wir müssten kurz davor sein. Geh dem Gestank in der Katalysation auf den Grund. Ach, stimmt ja. Zeige Fiepsbacher eine Damastrobe. Ich glaube, das müsste aber auch möglich sein momentan. Und Mausgang, dem müssen wir halt, da müssen wir ein paar Wurmränen zerlegen, das mache ich aber, habe ich ja schon gesagt, offscreen, das wird am besten sein. Die Dinger findet man in der Wüste, aber jetzt da jeden einzelnen Kampf zu zeigen, da die Dinger ein bisschen was aushalten, na, muss nicht sein. Yes. Ein elegant, stylisches Kleidungsstück, die Damastrobe, wenn ich doch nur einen Blick darauf erhaschen könnte. Achso, ich habe echt keine, oh, okay, dann müssen wir eine machen. Ja, dann gehen wir doch mal kurz raus. Ich will sowieso mal kurz in Erfahrung bringen, wie viele Leute ich habe. Außerdem läuft das Spiel schon wieder eine kleine Weile und ich denke mal, wir haben wieder ordentlich Cash bekommen. Wisst ihr, was schade ist, dass man Kronen nicht in Gulden irgendwie konvertieren kann? Das ist wirklich schade. Das wäre wirklich cool, aber naja. Wie viele haben wir denn jetzt? 60 Leute. Oh, dann brauchen wir doch noch 10 Stück, bevor ich das noch gar machen kann. Aber wir haben gerade mal wieder das maximal Mögliche einfach mal eingenommen. Läuft auf jeden Fall. Und das Materiallager hat auch 999 inzwischen. Die Forschung, sage ich ja immer, mache ich offscreen. Nur neue Dinge werden quasi direkt so gebaut. Apropos, vielleicht können wir wieder was Neues bauen. Ich werde ja später nochmal wegen der Damastrobe gucken. Vielleicht können wir eine herstellen, das wäre sehr schön. Aber zum Thema Forschung sind wir hier ja goldrichtig. Traumjäger 1, vielleicht können wir auch gleich noch ein bisschen mehr machen. Nahezu göttlich habe ich leider noch nicht. Das gibt, ist eine Bedingung für ziemlich vieles, mir aufgefallen. Müssen wir mal gucken. Ah ja, Metalabor, da gibt es ja sowieso noch jetzt jemanden, genau. Können wir gleich zuweisen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir sowieso hier noch ein bisschen mehr Expertise auch brauchen. Piepsabella, Zaubershow. Vielleicht brauchen wir das ja auch irgendwo für irgendwas jetzt in der Forschung. Ah, Tatsache. Na sowas. Gegner hinterlassen Ausrüstung von viel besserer Qualität. Und Wundermedizin. Das ist halt schon sehr, sehr cool. Ja, holen wir uns erstmal die Wundermedizin, weil dass man mehr regeneriert, ist halt sehr wichtig. Man muss schon bei vielen Gegnern echt ziemlich viel healen, auch wenn man gut im Ausweichen ist. Wobei ich sagen muss, ich könnte auch mal die Ausweichrolle boosten. Stimmt, ich habe bestimmt viele EP mittlerweile. Könnte ich eigentlich echt machen. Und bauen wir mal hier noch ein bisschen aus. Ja, wunderbar. Hier kann man gleich weiter forschen. Multidimensionslabor. Wobei dafür speziell für den Forschungsbereich haben wir, glaube ich, gar nicht so viel, oder? Aber man kann auf jeden Fall einiges erforschen, wenn man möchte. Ja, leider keine neuen Talente, das wäre halt cool. Ja, das machen wir später. Aber ich habe da oben jetzt nichts in Auftrag gegeben. Wartet mal kurz.
Geht hier überhaupt noch mehr? Ja, ja, natürlich geht da mehr. Ach so, wegen nahezu göttlich. Ja, bevor wir den Typen haben, sollten wir, glaube ich, erstmal alle darüber verfrachten. Das ist doch eine ganz gute Idee, damit andere Forschung weitergehen kann. Also Pudel und Steve kommen auf jeden Fall schon mal rein. Es ist so bitter, dass die beiden zusammen 299 haben. Ich glaube, bei vielen ist 300 oder so die Bedingung. Warte mal, du bist doch in der Forschung drin? Echt? Warst du nicht damit drin? Ach so, stimmt, ich habe Dalmatina dazu gestellt. Gehabt, richtig. Man braucht ja nicht unbedingt immer das Entfluchen, nur wenn man gerade mal was hat, da kann man das leicht organisieren. Machen wir ruhig direkt weiter hier. Macht uns aber die ganze Quest auch später leichter, bin ich auch ganz froh. So, hier haben wir, glaube ich, nichts Neues, oder? Keine neuen Möglichkeiten, irgendwas hinzubauen. Nee, sieht leider schlecht aus. Zumindest noch, aber das legt sich schon. Aber Basare, da geht natürlich was. Da haben wir definitiv neue Talente. Ah, ja, und Paul ist anscheinend auch besser geworden. Aber jetzt kommt erstmal Mausbett hier raus. Paul, wo bist denn du? Wo habe ich denn den Typen hingesteckt? Da. Gleich mal upgraden, ne? Dass er ein Meister ist. Sehr schön. Dann geht das alles noch schneller vonstatten. Mein Gott, dieser Einfluss und diese Ränge. Alles ein Traum. Man sieht schon richtig, wie es vorangeht. Immer wieder schön anzusehen, oder? Finde ich schon. Ah, tiefe Demut. Wir haben ja also auch jemand Neues bekommen, der jetzt sich hier einnisten kann. Perfekt. Bei den Monsterjägern draußen. Das fünfte Monsterjägercamp inzwischen. Wahnsinn. Ja, Eliza, stimmt, genau. Wer ist denn jetzt eigentlich alles neu und noch nicht zugewiesen? Lass mal kurz sehen. Geralt ist Trainingszentrum und Eric ist Atelier. Wir haben sehr viele Leute, die man sowieso noch upgraden kann zusätzlich. Sind das gerade alle? Nee, hier geht's noch weiter. Albert ist Wächteralter oder Knuffi-Küche. Oh, stimmt, Knuffi-Küche, sehr, sehr gut. Und er ist Kaserne, alles klar. Wie auch immer, auf jeden Fall holen wir uns hier das Talent und ich würde sagen, das Ding wird gleich mal geupgradet. Wir haben gerade richtig viel Cash. Das wollen wir natürlich auch gleich mal ausgeben. Und mittlerweile nehmen wir regelmäßig derart viel ein. Achso, hier brauche ich Rang 4, alles klar. Dass das alles kein Thema mehr ist. Oh, sehr schön. Guckt euch das mal an. Gleich zwei Ränge, die verbessert werden. Ja. Ein weiterer Meister. Und hier unten auch. Cool. Hier. Okay, damit haben wir natürlich richtig viel Expertise hier drin. Aber es hört noch nicht auf. Geralt kommt auch noch dazu. Jetzt haben wir 510. Oh, aber da brauchen wir irgendwas anderes. Das ist mal wieder richtig bitter. Das ist schon traurig. Die neue Kaserne. Hier können wir auch uns noch eine Meisterin hier holen. Und was wir noch tun können, ist natürlich auch noch jemanden zuzuweisen, ne? Der Mausemilian kommt hier gleich mal rein. Ruhmestus, das ist, glaube ich, sogar jetzt nur mit ihm möglich. Sehr gut. Hervorragend. Aber auf zur Knuffi-Küche als nächstes, würde ich sagen. Hier habe ich nämlich sowieso nur zwei Talente bisher. Das hat mich schon immer geärgert, ne? Ja, ist gut, Cecilius ist noch der, aber das ist so ein Allround, den kannst du halt überall hinstellen. Oh, ich hoffe, es geht vor allem hier mal weiter. Oh, immer noch nicht, das ist so ärgerlich. Wer hat denn Naturnähe? Den Typen muss ich unbedingt finden, das nervt mich schon die ganze Zeit, weil es geht bei den Knuffis einfach nicht weiter. Und hier bräuchte ich jetzt einen Tick mehr Expertise, das ist auch schade. Ah, wie ärgerlich. Ich will jetzt niemanden irgendwo wegnehmen, muss ich auch ehrlich sagen. Aber vielleicht im Atelier, vielleicht geht es da jetzt auch voran. Da haben ja auch richtig viele Meister. Und richtig viel Expertise auch. Ja, sehr schön. Er hat einen Designerblick. Hervorragend. Genau, und die Damastrobe. Da schauen wir auch gleich mal nach. Aber Talente. Wer ist denn jetzt nicht zugewiesen? Es wäre eigentlich sehr schön, wenn man das irgendwie so sortieren könnte. Man kann gefühlt nach allem sortieren, außer danach. Ja, läuft auf jeden Fall. Super. Achso, ist jeder zugewiesen. Okay, gut, dann will ich mal nichts gesagt haben. Stimmt ja, weil das eine war ja auch wieder doppelt quasi Wächteralter oder das. Und wir haben uns für die Knuffi-Küche entschieden. Damastrobe, hier, bitteschön. Hat er irgendeine Qualität gewollt? Ich bring's einfach mal auf die Stufe, wo das hier dazugehört. Ich weiß es gerade gar nicht. Warte, ich will mir doch die Quest mal kurz durchlesen, bevor ich jetzt voreilig irgendwas mache. Ist ja sowieso gerade aktiv, aber da steht mal wieder nicht alles da. Hier. Künstlerische Blockade. Nö, steht nur da eine Damastrobe, also ist es wohl egal, welche Qualität. Dann machen wir natürlich einfach nur Standard-Quali, mehr nicht. So, bitteschön, eine Damastrobe ist fertig.
Damit können wir jetzt den nächsten Typen rekrutieren, würde ich sagen. Das machen wir auch direkt noch. Und dann sind wir bei 61 Personen. Aber wir brauchen 100 für Rang 4. Wo sollen wir denn so viele Leute noch herbekommen? Wahnsinn. Ich glaube aber, manchmal kriegt man halt auch zusätzliche Quests über einen Auftrag Express und so, wenn man bestimmte Leute auch rekrutiert hat. Ich könnte auch hier mal nachschauen, ob wir wieder eventuell neue Talente haben. Und so oder so, neue Aufträge sollte man immer annehmen. Lohnt sich. So. Ja, hier gibt's richtig viel. Einfach mal alles, was ich so spontan sehe, das definitiv funktionieren wird. Weil hier kann man halt auch immer wieder, das ist ja das Schöne, sich diese Münzen eben dazu verdienen. Und wenn man mal irgendwann seltenen Gegenstand braucht, kriegt man ihn meistens darüber. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, wenn man mal irgendwas Seltenes schmieden möchte oder so. Okay, das hätten wir, aber kann ich meine Münzen denn eintauschen gegen Talente aktuell? Oh, schade. Er hat gerade keine. Ach, und hier gibt es jetzt auch so ein paar ohne Seele, oder? Nee. Der war nur in sich gekehrt, alles klar. Aber hier, oh ja, da ist einer. Gleich daneben. Aber der, das ist doch ein Easter Egg, oder? Weil in Ni no Kuni 1 stehen doch immer so rum wie der Typ. So ganz in sich quasi. Und die bewegen sich auch ganz komisch hin und her. Garantiert, das ist eine Anspielung. Bin mir eigentlich ganz, ganz sicher. Aber wie auch immer, gehen wir den Mastprobe ab. So. Hab ich zufälligerweise. Hallo. Hier ist deine Damastrobe und? Kommt dir irgendeine Idee? Wow. Oh, exzellent. Wahrlich elegant und stylisch. Wenn ich sie so ansehe, dann fühle ich etwas in mir. Unser kleiner Schubser hat nichts gebracht, was? Fiepsbacher, was glaubst du, ist es, das dir fehlt? Ja. Naja, irgendwie so. Ich will etwas, das Selbstsicherheit in mir weckt. Oh, das sollte mit einem Dompteurmantel machbar sein. Even, lass uns auf die Suche gehen. Gosh. Wirklich. Meine Güte. Yes. Soll ich gleich einen ganzen Kleiderschrank holen? Komm gleich wieder. Hey. Hier ist der Dompteurmantel. Hilft dir das, aus deinem Formtief zu kommen? Ah, genau wie man ihn sich vorstellt. Nur noch ein bisschen und die Ideen werden fließen. Ideen müssen fließen. Right. Dir fehlt scheinbar noch ein letzter Anstoß. Also Fiepsbacher, wo drückt denn der Schuh noch? Etwas mit der Anziehungskraft, die die Leute betört. Vielleicht etwas mit der Verlockung eines schlechten Traumes. Da wird uns sicher der Herbstzeitmantel weiterhelfen. Even, lass uns Fiepsbacher aus seiner Krise holen. Was ist denn jetzt das schon wieder? Ja, die sind allerdings in ihrer eigenen kleinen Welt. Ich glaube, das Ding habe ich nicht im Inventar. Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ich glaube, ich könnte ihn herstellen jetzt vielleicht mit den neuen Dingen. Ja, sieht ein bisschen schlecht aus, leider. Mensch, da wollen die immer so spezielles Zeugs haben. Ich glaube, es hakt. Was ist denn los, Leute? Gibt's ja nicht. Ach, egal. Wir rekrutieren beim nächsten Mal auch noch ein paar Leute, würde ich sagen. Dann würde ich hier jetzt auch das Ganze beenden wieder mal. Dann werde ich in der Zwischenzeit das Ding herstellen. Ich werde die Wurmrähnen jagen. Das ist auch noch wichtig. Und dann sehen wir mal, wie viel wir schaffen. 2 bis 3 Leute werden sicherlich drinnen sein. Und bald sind wir dann erstmal bei den 70, die wir dann brauchen für die andere Person in Katzbucke. Und dann müssen wir mal allerlei Aufträge in der Welt erledigen, fürchte ich. Mal sehen. Auf jeden Fall vielen Dank und bis zum nächsten Part von Ni no Kuni 2.